Moin und herzlich willkommen hier auf dem Kanal vom George Share. Er ist Solateur und Unternehmer und wird uns heute zu dem Thema Hausbatterien etwas erzählen. Nämlich gibt es da eine neue Entwicklung und George, du sagst, Menschen bitte nicht sofort kaufen. Es gibt möglicherweise was Neues. Warum jetzt nicht sofort eine Hausbatterie kaufen, George? Ja, aktuell sind die Hausbatterien noch zu teuer. Kürzlich sind sogar die Lithiumpreise noch in die Höhe geschossen. Und es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, weshalb eine Hausbatterie so viel teurer sein soll als jetzt beispielsweise dieselbe Batterie in einem Elektroauto. Und es kommt jetzt neu die Natrium-Ionen-Batterie auf den Markt. Das heißt, die weltgrößten Hersteller, Cattle und BYD, haben so ein bisschen im Hintergrund diese Natrium-Ionen-Batterie weiterentwickelt und sie haben sie jetzt, und damit viele überrascht, auf den Markt gebracht. Also die Natrium-Ionen-Batterie ist käuflich, ist erhältlich und die hat wirklich große Vorteile. Große Vorteile, da reden wir gleich drüber. Wie kam es denn zu dieser Entwicklung? Also es gibt ja diese Lithium-Ionen-Batterie, das kennt ja jeder soweit, ne? Und jetzt auf einmal gibt es so eine Art, ja, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen umgangssprachlich, Kochsalz-Batterie, wenn man so will. Ja, also mit dem Natrium dabei. Wie kam es dazu? Warum hat man das nicht schon viel früher entwickelt? Und ja, warum überhaupt diese Entwicklung gerade jetzt? Ja, der Nachteil der Natrium-Batterie ist immer, dass sie ein bisschen weniger Energiedichte hat. Also 160 Wattstunden in etwa pro Kilogramm. Lithium-Ionen hat 200 Wattstunden pro Kilogramm. Also man sieht schon an diesen Zahlen. Lithium hat ein bisschen mehr Punch. Das ist aber für eine Hausbatterie nicht wirklich so entscheidend, oder? Weil, ob man da jetzt ein bisschen mehr Gewicht hat im Haus, ist nicht wirklich ausschlaggebend, oder? Also beim Elektroauto zählt natürlich jedes Gramm. Je schwerer der Karren wird, desto mehr Kraft brauche ich zum Beschleunigen, oder? So, deshalb wird diese Natrium-Ionen-Batterie, also Natriumchlorid, ist ja eigentlich Kochsalz, und den Natriumteil nimmt man da raus und baut daraus eine Batterie. Die hat den großen Vorteil, dass sie sehr kostengünstig, also die Ressource Kochsalz ist ja jetzt wirklich sehr häufig verfügbar und sehr günstig. Und da verspricht man sich natürlich draus, dass man die Preise deutlich runterbringt, oder? Und hat auch damit zu tun, also die Komponenten in der Photovoltaik, zum Beispiel ein Solarmodul, das hat vor 10 Jahren noch 1.000 Euro gekostet. Jetzt kostet es 200 Euro nach 10 Jahren. Also wir haben hier einen enormen Preiszerfall. Und bei der Hausbatterie steht dieser noch aus, dieser Preiszerfall. Also der muss noch kommen, ja. Okay, also das heißt so ein bisschen, wenn man das mal ein bisschen differenziert, diese Lithium-Ionen-Batterie, da gab es ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Hintergrund, dass das von der ökologischen Verwertung auch nicht so gut ist. Lithium wird ja in Australien und Bolivien abgebaut und in Bolivien laugt man damit ja tatsächlich so den Boden auch aus. Kann das auch ein Aspekt sein, dass man jetzt so ein bisschen außerhalb vom Preis, dass das andere wesentlich günstiger ist, auch wenn es weniger Wumms hat, ja, energiedichtemäßig, dass man jetzt auch deshalb wegen der Ökologie so ein bisschen umschwenkt? Oder hat das wirklich nur vom Preis her jetzt die Auswirkung, dass man sich nach neuen Möglichkeiten umschaut? Was meinst du? Ja, ich denke schon, dass die Hersteller das auch gehört haben, dass halt Lithium eine knappe Ressource ist, dass sie nicht ganz unbedenklich ist, wenn man das in Bolivien abbaut, also auch von den sozialen Bedingungen für die Arbeiter, für die Urbevölkerung, die meistens da lebt, oder ist das höchst problematisch. So, und wenn wir jetzt natürlich Elektroautos explodieren, die werden sehr viel Nachfrage haben, dann wird der Lithium knapp und der Preis teurer. Und alle, die sich jetzt damit auseinandergesetzt haben und sagen, ich will was Umweltfreundliches, für die ist natürlich Natrium die Lösung, weil es weder Lithium hat, also wie beispielsweise in der Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Da fehlt zumindest schon mal das Kobalt. Das Kobalt ist da weg, aber es gibt natürlich auch die Technik noch, das Nickel-Mangan-Kobalt, wo es wirklich Kobalt drin hat. Und Kobalt ist dann noch mal eine Stufe schlimmer als
als Lithium im Sinne von, dass es halt ein giftiges Schwermetall ist und in Afrika abgebaut wird, teilweise auch noch mit Kinderarbeit. Also ich denke schon, der Trend wird hingehen zu diesen Natrium-Ionen. Wir müssen eigentlich weg von diesen problematischen Inhaltsstoffen. Kobalt, Lithium ist jetzt nicht per se problematisch, aber es ist halt knapp verfügbar und es kommt sehr darauf an, wo man das abbaut. Also in Australien sind halt die Ressourcen dann auch nicht so groß. Ja. Also das heißt, man kann so bei den Batteriespeichern so drei quasi Modelle differenzieren, wenn man so will. Einmal dieses ja sehr schwierige, hast du gerade gesagt, Mangan, Kobalt. Und dann Lithium-Ionen und dann halt jetzt Natrium-Ionen, richtig? Das sind so die drei, wenn man das mal so strukturiert, die es da gibt. Und der Markt hat da jetzt auch geholfen, dass man auch da preislich wirklich das nimmt, was vielleicht auch für die Umwelt das wenigst schädlichste ist. Ist das so richtig? Kann man das so vielleicht zusammenfassen? Genau, also zurzeit wird eben Lithium-Eisenphosphat, also das mittlere, wird sehr viel verbaut. Der Kobalt ist da schon mal draußen, das ist sicher gut oder so. Hat nicht ganz die Energiedichte von Nickel, Mangan, Kobalt. Deshalb, jetzt machen wir noch einen Schritt weiter. Etwas weniger Energiedichte. Man wird das auch eher in Kleinwagen zu Beginn einbauen, nicht in den großen Boliden, wo man halt richtig Wumms braucht. Aber trotzdem, die Entwicklung ist gut hin zu Lithium-Ionen, das auch den Vorteil hat, dass es viel weniger kälteempfindlich ist. So, also dass man es bis minus 20 Grad einsetzen kann, dass man viel Energie daraus entnehmen kann, hat eine sehr hohe Leistung, also Entnahmeleistung, so dass auch im Gegensatz zum Beispiel zur Salzwasserbatterie, also Lithium-Ionen nicht verwechseln mit Salzwasser, das ist nicht dasselbe. Die Salzwasserbatterie, ne? Also ja, die Salzwasserbatterie wäre natürlich auch eine umweltfreundliche Lösung, klar. Das nochmal erklären, weil ich habe ja eben so ein bisschen umgangssprachlich Kochsalz gesagt, dass eine Batterie, quasi Natrium-Batterie, so ein bisschen Kochsalzbatterie, dass man sich das vielleicht merken kann, aber es gibt dann nochmal ganz was anderes, die Salzwasserbatterie. Was ist das denn noch? Ja, das ist eigentlich eine hochkonzentrierte Salzlache. Das Problem ist, die Energiedichte ist hier wirklich nochmal deutlich geringer, also mit irgendwie 100 Wattstunden pro Kilogramm, also die Hälfte einer Lithium-Batterie. Das eine Problem, man braucht sehr viel Platz, doppelt so viel für eine Lithium-Batterie. Und dann ist auch die Lade- und Entladeleistung, die bei Lithium-Ionen sehr gut ist, ist bei Salzwasserbatterie sehr tief. So, ich glaube, dass die Salzwasserbatterie vom Markt verschwinden wird, wenn jetzt die Konkurrenz kommt, also sozusagen die Natrium-Ionen-Batterie, dann wird das die Salzwasserbatterie meines Erachtens nicht überleben. Ja. Okay. Du hattest eben gesagt, doppelt so viel, also die Lithium-Ionen hat doppelt so viel wie die Salzwasserbatterie, richtig? Energiedichte, ja, genau. Unterschied zwischen Lithium-Ionen mit 200 Watt mit 160 Watt. Stunden pro Kilogramm, ja, genau. Das ist ja jetzt nicht so extrem, also schon, aber du hast auch selber gesagt, man braucht es vielleicht gar nicht, diese krasse Leistung, wenn man einfach einen Stromspeicher im Haus hat, um seinen normalen Stromvolumen abzurufen am Tag. Ist das so oder merkt man dann schon irgendwie, keine Ahnung, die Lampe flackert oder so? Nee, künftig wird man so ein bisschen auch darauf angewiesen sein, wenn zum Beispiel viel Windstrom im Netz ist, dass man sagt, ich kann mit hoher Leistung, also man sieht, morgen hat es viel Windstrom für eine Stunde, oder? Und dann wäre es natürlich sinnvoll, man könnte mit hoher Leistung eine Stunde lang aus dem Netz beziehen, oder? Das wäre natürlich dann clever. Das kann die Lithium-Ionen-Batterie, würde das können, oder? Und die neue Kochsalzbatterie? Die Natrium-Ionen-Batterie auch? Ja, ich meine die Natrium-Ionen, habe ich was anderes gesagt. Die Natrium-Ionen wird das können, weil sie eine hohe Lade- und Entladeleistung hat, oder? Die Salzwasserbatterie fällt halt da dann weg, ja. Ja, wer weiß, vielleicht wird sich da ja auch was entwickeln. Weil Salzwasser haben wir ja alle genug, ne? Also das wäre natürlich das Optimalste, das könnte man dann ja nutzen. Jetzt gibt's noch einen Aspekt, wo wir dabei sind beim Laden der Batterie und aber auch manchmal kann man ja auch mal entladen die Batterie, nämlich für sich selbst, aber vielleicht sogar auch ins Netz, wenn man genug hat. Aber da gibt's ein Gesetz und zwar
hast du mir gesagt, das Gesetz, da riechst du dich sehr drüber auf, das verbietet nämlich, dass ich beispielsweise nachts meine Batterie auflade. Nachts ist ja der Strom günstiger meistens als tagsüber, aber ich darf nachts nicht laden. Und das ist für Menschen, die jetzt sich auch die Batterie kaufen wegen der Notstromversorgung, ist das ein bisschen blöd. Warum ist das blöd? Warum ärgert dich das, George? Ja, das ärgert mich. Wir haben letzten Winter hatten wir eine Strommangellage. Nächsten Winter könnte es wieder knapp werden. Und das, da wäre es doch sehr clever. Man könnte nachts die Batterie laden und tags entladen und damit das Netz entlasten, oder? Dasselbe gilt für Elektroautos, das sogenannte bidirektionale Laden, das noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist. Aber auch da könnte man die Autobatterie nachts laden, das darf man ja schon, aber man darf sie ins Haus entladen, also das fehlt noch. Mit der Hausbatterie darf man das in der Schweiz nicht. Und soweit ich gelesen habe, darf man das auch in Deutschland nicht. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, falls da was gegangen ist. Ich glaube, da ist man dran. Aber das ist ja völliger Blödsinn, dass man die Hausbatterie nur mit Sonne laden darf, also von der Photovoltaikanlage, und nur ins Haus entladen darf. Also man darf weder aus dem Netz die Batterie laden. Klar, man würde die Tarifstruktur umgehen oder so, wenn man tagsüber höheren Tarif hat. Das wird die Netzbetreiber natürlich stören. Aber hier muss man auch politisch Prioritäten setzen und sagen, okay, also bei einer Strommangellage wäre doch das eine Hilfe, oder? Übrigens, falls ihr das interessant findet, gerne kommentieren unter dem Video und auf jeden Fall abonnieren, weil dann kriegt ihr von George wieder neue Informationen, wenn was Neues passiert. Ich würde das gerne mal ein bisschen zusammenfassen, noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Warum genau ist das denn so schlimm, wenn ich nachts nicht laden darf? Und ich meine, früher gab es ja die Nachtspeicheröfen, da hat man ja nachts geladen. Ne? Nachts, weil da war der Strom günstiger, da hat man den Ofen aufgeladen und damit man tagsüber die Wärme zum Beispiel hat. Und jetzt sagst du, das ist quasi verboten. Was ist denn daran das Schlimme? Ja, natürlich, dass die Netzbetreiber weniger verdienen, oder? Also wenn ich nachts zum Nachttarif lade und tags entlade, dann können sie den teuren Strom tagsüber nicht verkaufen. Aber wir werden künftig im öffentlichen Netz viel mehr Volatilität haben. Das heißt, wenn der Wind bläst, haben wir mehr Strom und dann wäre es ja sinnvoll, die Batterien zu laden, oder? Vor allem im Winter. So, und wir brauchen ja auch mehr Intelligenz in der Software für diese Batteriespeicher. Also, dass man voraussieht, man weiß ja, was morgen für Wetter ist, ob morgen der Wind bläst oder die Sonne scheint. Und dann könnte man natürlich die Batterien auch mit hoher Leistung für eine kurze Zeit aufladen und würde da ein bisschen diese Situation nutzen, dass wir künftig vermehrt Schwankungen im Netz haben werden, oder? Dahin wird die Entwicklung auch gehen, ganz klar. E3DC wird das vorantreiben, ist ein Hersteller von Hausbatterien, die sind da sehr innovativ. Ein Premium-Produkt mit Premium-Preisen, muss man auch sagen, sehr langen Lieferfristen oder so. Also es geschieht was in diesem Markt, aber es ist halt wichtig, dass jetzt die Politik auch mitzieht, ja. Ja, und könnte es auch sein, wenn solche Verbote ausgesprochen werden oder irgendwelche anderen Regeln passieren, also dann nutzt man ja nicht die ganze Kapazität. Das hast du gerade, glaube ich, erklärt. Man sollte lieber eine KI nutzen, man sollte lieber eine Software nutzen, die einem dann sagt, wann es laden und wann es entladen. Aber könnte es durch solche Verbote vielleicht dann auch dazu kommen, wenn man nachts nicht laden darf, morgen steht man auf, alle wollen gleichzeitig Strom, dass dann das ganze Netz tatsächlich in sich auch zusammenbricht. Könnte sowas dann auch passieren? Also genau das Gegenteil von dem, was man ja eigentlich erreichen möchte? Ja, die Herausforderung wird künftig sein, dass wir viel mehr Schwankungen haben im Netz oder so. Und Batteriespeicher, Hausbatterien zusammen mit Elektroautos, mit bidirektionalem Laden, also dass die auch das Haus laden können, kann hier wirklich helfen und in diese Richtung muss die Entwicklung ganz klar gehen. Und die Hausbatterie muss einfach noch günstiger werden. Also sie hat den Preiszerfall noch nicht mitgemacht und ich bin überzeugt, dass wir in 2 Jahren wesentlich günstigere Batteriepreise sehen werden. Wer warten kann, hört ihr raus, wer warten kann von euch,
könnte jetzt noch ein Schnäppchen machen, indem er einfach wartet. Ist ja manchmal auch so, dass man ein Schnäppchen macht, indem man nicht wartet, indem man zuschlägt. In diesem Fall sagst du, klarer Appell, wartet noch. Es wird möglicherweise einen Preisverfall geben beim Thema Hausbatterie. Und genau, es könnte schlauer sein, wenn es keine Verbote gibt, liebe Politiker, sondern wenn man einfach die Software nutzt, die einem dann sagt, wann ist Laden und wann ist Entladen jetzt das Sinnvollste, weil man ja das gesamte System daran hat. So, ne, klar, Geld verdienen ist dann für den einen oder anderen weniger der Fall, aber möglicherweise ist das ja eine Lösung. Also danke für deinen Appell und für dein Mitdenken in dieser Richtung. Wir sind gespannt, was die Zuschauer dazu sagen. Und ja, wenn ihr einen der nächsten Videos wieder schauen wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren und schönen Tag für euch.